Hallo und herzlich willkommen zu Hogwarts Legacy. Und ihr seht, da oben laufen die ganzen Dinger durch. Ja, wir haben einen etwas veränderten Besen jetzt. Also der sieht noch ähnlich cool aus wie der, den wir gekauft hatten. Er ist halt nur so ein bisschen verschnörkelter, ne? Weiß ich nicht, ob man das gleich überhaupt sieht. Revelio. Sind die Dinger denn? Ach, da hinten. Okay. Toll. Manchmal besteht ein Gefängnis nur aus Mauern. Diese Prüfungen Merlins kriegen mich nicht klein. Manchmal? Diesen Astronomiealtar muss ich wohl bei Dunkelheit verwenden. Weißt du, Lilith, wo waren deine Tipps bei diesem komischen Depulso-Rätsel? Da kriege ich keine, weißt du? Und hier machst du mir einen auf Normal Cloak. Weiß ich wohl. Hier ist einer der Altäre, die Professor Shah erwähnt hat. Das ist aber romantisch hier mit dem Licht, ne? Scheiße, die sind ja andersrum. Und die? Der Schütze. Alles klar. So, ich weiß nicht, ob ihr es seht, ne, aber ist halt so Wurzel. Und vorne da auch noch mal so ein Leuchtdingen dran. Und hinten natürlich links. Aber irgendwie scheint. Ah, so, jetzt sehe ich es. Alles klar. Und einen Kürbiskopf habe ich gekriegt. Ein Kürbiskopf. Ein gottverdammten Kürbiskopf. Die Strecke sieht recht leer aus. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Ja, das kommt jetzt auch noch, weißt du? Jetzt darf sie hier drüben auch noch retten. Da, bist du da. Hallo nochmal, Imelda. Die Strecke ist ein bisschen weit weg vom Schloss, oder? Offensichtlich. Und zu weit für die meisten Mitschüler. Erbärmlich. Sie sollten mich anflehen, die Rennen weiterzuführen, statt Angst zu haben. Unsere neue Fünftklässlerin ist tatsächlich aufgetaucht. Wirklich beeindruckend. Das ist... also... danke. Ich bin oft ungeduldig. Mich frustriert, wenn Leute Dinge nicht so ernst nehmen wie ich. Meiner Erfahrung nach trifft das auf die meisten zu. Lass dir das nicht zu Kopf steigen. Aber genug geplaudert. Ich bin zuversichtlich, dass ich eine unschlagbare Zeit aufgestellt habe. Wir sehen ja gleich, wie ich mich mache. Ich bin bereit. Gleich wirst du verlieren. Bitte nicht. Das war wohl nichts. Kann ich... Warum ist er so scheiße zu steuern wieder? Das war nicht allzu schwer.
läuft aber gut. Finster. Klasse. Wollt nicht so harte Lenkbewegungen machen. Fuck! Klasse. Gut geflogen, wenn ich das so sagen darf. Bist du jetzt mir gegenüber gönnerhaft? Zu schwer. Läuft aber gut. Das müssen wir noch mal machen. Schon gut, damit hatte ich gerechnet. Du musst dich schon mehr anstrengen, wenn du meine Zeit schlagen willst. Ja, blöde Kuh. Bei dieser Strecke geht es um deine Konzentrationsfähigkeit. Jede Kurve fordert einen Entschluss. Du darfst niemals zögern. Ja. Imelda Reyes, berätst du gerade die Konkurrenz? So würde ich es nicht nennen. Nein, nur plaudern unter Freunden. Das ist alles. Komm, du bist gar nicht so ein Arsch. Also noch ein Versuch? Ja. Ich bin bereit. Danke, Imelda. Natürlich. Ab mit dir. Erwischt. Zu schwer. Wenn ich das so sagen darf.
Fuck off! Das war nicht allzu schwer. Fuck, 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 fuck. Alter. Hab ich so eine. Es tut mir leid. Auch dass ich so stehe, aber ich bin konzentriert. Schon gut, damit hatte ich gerechnet. Du musst dich schon mehr anstrengen, wenn du meine Zeit schlagen willst. Ja, blöde Kuh. Bei dieser Strecke geht es um deine Konzentrationsfähigkeit. Jede Kurve fordert einen Entschluss. Du darfst niemals zögern. Imelda Reyes. Berätst du gerade die Konkurrenz? Macht so würde ich es nicht nennen. Nein, nur plaudern unter Freunden. Das ist alles. Also noch ein Versuch? Yes. Ich bin bereit. Danke, Imelda. Natürlich. Ab mit dir. Das läuft aber gut. Klasse. Könnt kotzen. Ey, ne, komm, abbrechen. Ich möchte halt neu starten. Das ist doch bescheuert. Jetzt muss ich die ganze Strecke hier abfliegen oder was? Überhaupt nicht. Komm, baller durch bis zum geht nicht mehr. Verpasst. Kriegst du nicht, ne? Ich will jetzt nicht die ganze Strecke nochmal neu. Es war nicht allzu schwer. Weißt du, dass die Kamera manchmal so schräg sein muss? Ne? Das ist zum Kotzen. Erwischt. Die ist doch schon in Mexiko. Gut geflogen, wenn ich das so sagen darf. Überhaupt nicht gut geflogen. Hast du überhaupt nicht gekriegt? Wir sind jetzt schon gleich drüber über der Zeit. Und jetzt fängst du an zu schlingern und ich habe Probleme, dich wieder gerade zu kriegen. Wir haben verschiedene Definitionen von gut. Gut, aber nicht gut genug. Ist überhaupt nicht gut. Schon gut, damit hatte ich gerechnet. Du musst dich schon mehr anstrengen, wenn du meine Zeit schlagen willst.
Bei dieser Strecke geht es um deine Konzentrationsfähigkeit. Kann er auch nicht. Kann ich auch nicht überspringen. Du gerade die Konkurrenz? So würde ich es nicht nennen. Nein, nur plaudern unter Freunden. Das ist alles. Also noch ein Versuch? Ja. Verdammte Axt. Ich bin bereit. Danke, Imelda. Oh Gott. Natürlich. Ab mit dir. So, jetzt konzentrier dich. Kacknug, du. Das war nicht allzu schwer. Wunderbar. Ich könnte kotzen. Was soll das? Das kann ich besser. Warum? Warum? Ey, ohne Witz! Das läuft aber gut. Wunderbar. Schräge Kamera. Gut geflogen, wenn ich das so sagen darf. Mann! Das war gar nicht schlecht. Beeindruckende Arbeit. Aber freu dich nicht zu früh. Ich hole dich sofort wieder ein. Meine Familie wird es nicht glauben, wenn ich ihnen davon erzähle. Sie sind fast so ehrgeizig wie ich. Fast. Liegt Ehrgeiz bei euch in der Familie? Kann man so sagen. Mein Großvater spielte Quidditch für Eintracht Pfützensee. Und mein Vater... Eintracht Pfützensee? Naja, er war Jäger für Slytherin. Musste aber aufhören, als ein Fluch sein Knie ruinierte. Er meint, es war der Gryffindor-Treiber. Und ich verliebte mich ins Fliegen, als ich zum ersten Mal den Boden unter meinen Füßen schwinden sah. Es ist die Freiheit, die du auf dem Besen empfindest. Seither konnte ich nicht mehr aufhören. Fliegst du diese Strecken weiterhin? Ich fliege selbst, will ja nicht einrosten, aber mit Wettflügen gebe ich mich nicht ab. Du kannst es gerne auch versuchen. Jedenfalls hoffe ich, wir können bald mal wieder fliegen. Ich nehme an, du willst für ein Team spielen. Aber welches? Und welche Position? Ich bin die Tochter meines Vaters, die geborene Jägerin. Wenn Black Quidditch nicht abgesagt hätte, wüsstest du das. Was Mannschaften betrifft, ich träume immer von den Holyhead Harpies. Nach der Schule werde ich es versuchen. Wenn sie mich aus irgendeinem Grund nicht nehmen, dann weiß ich auch nicht weiter. Vielleicht entscheide ich mich dann für Kräuterkunde. Wenn es wirklich so kommt, kann ich genauso gut eine Alraune werden. Ich würde einfach nur noch schreien. Es hat Spaß gemacht, mich mit dir zu messen. Das finde ich auch. Es ist wirklich schön, dass du hier bist.
Du machst unserem Haus Ehre. Ich hoffe. Trophäe, Fliegen und Siegen. Ganz ehrlich, die Strecke war cool. Das war wohl Mr. Weeks bisher beste Verbesserung. Aber, ja, ich weiß nicht, welcher Arsch mit Ohren die Flugsteuerung sich ausgedacht hat. Wirklich. Also, das ist so, wo ich mir sag, da möchte mich wirklich jemand komplett ärgern. So. Was ist das denn? Gelöst von der Glocke. Hä? In Henriettas Versteck befindet sich ein wertvoller Gegenstand. Ich sollte herausfinden, um was es sich handelt. Wer ist Henrietta? Wer ist es? Was haben wir denn überhaupt? Auftragsmäßig. Ja, ich glaube, wir machen Poppy und Natti dann, ne? Ja, macht Sinn. Ich habe so das ungute Gefühl, ich habe hier überhaupt nichts verloren. Deswegen machen wir schnell mal hier den Weg zurück. Ja, also wenn ihr normal fliegen könnt, alles gut, ne? Nur wenn aus irgendwelchen Gründen auf einmal die Kamera schräg ist. Testpilotin? Hallo nochmal, Mr. Weeks. Ich habe den Rekord auf dem Südkurs gebrochen. Fantastisch! Der Besen flog also gut? Die bisher beste Verbesserung. Er fliegt wunderbar, extrem wendig. Aber bei dem Tempo, das er jetzt erreicht, spüre ich den Wind unter dem Sitz. Er verhindert, dass er sein volles Potenzial entfaltet. Natürlich! Das hätte ich mir denken können. Genau die Art von Bericht, die ich von Ihnen erwartet habe. Ha! Endlich weiß ich, wie meine letzte Verbesserung aussehen muss. Was werden Sie nach der letzten Verbesserung machen? Ich will Spindwitches zum beliebtesten Geschäft in Hogsmeade machen. Und ich würde gern mal wieder auf einen Besen steigen. Für den Nervenkitzel. Ich könnte nicht zufriedener mit unseren Verbesserungen sein. Wieder den Pessimisten. Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Ich freue mich auf unser Wiedersehen. Ich schicke Ihnen eine Eule, sobald ich fertig bin. Und nochmals, vielen Dank. Hoffentlich schaffst du das vor Ende des Spiels. Ohne Sie hätte ich das nicht geschafft. Ja, ja. Und nur mal so, hier, der Felix Felicitas, der wirkt immer noch, glaube ich, ne? Gut. Was wollte ich dann hier? Ich glaube, wir machen Poppy, ne? Ich glaube, wir machen Poppy. Natti. Oder Natti. Natti hat Hogsmeade-Treffen. Ja, komm. Machen wir Natti. Dann machen wir Natti. Auch gut. Wenn sie gerade hier rumsteht, ne? Schön für Mr. Weeks. Aber erstmal. Mr. Weeks und ich sind ein gutes Team. Mhm. Und wir beide? Kein gutes Team? Oh, wie schön, Sie hier wiederzusehen. Wenn ich gerade mal hier bin, mache ich eben mal Tasche leer. Was das Penny für Sie verkaufen soll? Penny, hast du mich schon jemals hier drin gesehen, wenn du nicht irgendwas für mich verkaufen sollst? So. Penny wünscht Ihnen eine sichere Reise. Du mich auch. Hm.
Das gibt nasse Füße. Bist du bereit, Harlow zu erledigen? Wer ist Harlow? Ich bin bereit, Harlow zu Fall zu bringen. Ich weiß, dass du einen Plan hast. Wir benötigen Informationen von Mr. Bickles Freunden, von denen Archie und Mrs. Bickle sprachen. Agabus Filbert, Otto Dibble, sowie Mr. und Mrs. Rape. Na gut. Am besten sprichst du mit ihnen. Ich gehe zum Eberkopf. Ein paar Erschwinderinnen waren dorthin unterwegs. Mhm. Und da meine Mutter nie in die Nähe des Eberkopfs gehen würde, erfährt sie so weniger von meinen Aktivitäten, als wenn ich durchs Dorf streife und die Bewohner befrage. Wo kann ich seine Freunde finden? Bei Mr. Rape bin ich nicht sicher. Aber seine Frau Daisy ist oft in Hogsmeade, genau wie Agabus Filbert. Und Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts, also findest du ihn vermutlich dort. Sag mal, welche Informationen brauche ich denn von diesen Leuten? Sie wissen vielleicht, welche Beweise Mr. Bickle gegen Harlow hatte. Oder vielleicht haben sie selbst Beweise. Wir müssen herausfinden, was genau sie wissen. Gut, ich werde mit ihnen sprechen. Mal sehen, was ich erfahre. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Wir müssen wissen, wie genau sie von Rookwood und Harlow erpresst werden. Wir treffen uns hier, wenn du sie gesprochen hast. Bis du wieder zurückkommst, kann ich mich hoffentlich etwas freier bewegen. Tja. Okay. Revelio. Ist er hier drin? Mrs. Rape sollte in der Nähe sein. Jo. Ist sie wohl. Oh, Isco. Was habe ich getan? Mrs. Rabe, kann ich mit Ihnen über Theophilus Harlow sprechen? Ich bin mit den Bickles befreundet und versuche, Beweise gegen ihn zu sammeln. Arme Joanna und Archie. Und jetzt hat Harlow auch noch meinen geliebten Isco. Wie meinen Sie das? Warum? Ich bin Wächterin bei Gringotts und mein Mann arbeitet dort als Fluchbrecher. Mhm. Harlow wollte, dass ich ihm helfe und meine Kollegen dazu nötige, ihm Schätze aus den Gewölben zu geben. Sie haben abgelehnt? Natürlich habe ich abgelehnt. Mehrfach. Ich dachte, sie hätten aufgegeben. Bis eines Abends mein Mann verschwunden war und ein Messer mit einer Notiz in der Tür steckte. Darauf stand, dass ich nur ein paar Tage Bedenkzeit hätte, bei einigen Bankgeschäften mitzuhelfen. Und dass mein Mann es schätzen würde, wenn ich mich beeile. Aber was Harlow von mir verlangt, das kann ich einfach nicht machen. Und mein lieber Isco zahlt den Preis dafür. Warum erpresst Harlow nicht ihren Mann? Iscos Arbeit hat kaum etwas mit den Gewölben zu tun. Er reist für die Bank um die Welt. Er könnte nichts für Harlow tun. Ich dagegen bin täglich in der Bank, was mich offenbar zum perfekten Ziel für Erpressungen macht. Mhm. Haben Sie Harlow geholfen, seit ihr Mann entführt wurde? Nein. Ich mache mir große Sorgen um Isco, aber er würde nie wollen, dass ich meine Integrität riskiere. Außerdem ist er äußerst clever. Deshalb hatte ich gehofft, er wäre inzwischen geflohen. Es beunruhigt mich, dass er das nicht getan hat. Und die Nachricht bedeutet wirklich, dass ihr Mann entführt wurde? Was soll es denn sonst bedeuten? Außerdem waren die Blumen in unserem Garten zertrampelt, als ich nach Hause kam. Es mag albern klingen, aber sie waren Iscos ganzer Stolz. Er hätte so etwas nie zugelassen. Hm. Vielen Dank, Mrs. Rape. Zu wissen, wie weit Harlow gehen wird, ist hilfreich. Wenn auch mehr als beunruhigend. Mr. Bickle wollte uns helfen. Doch jetzt ist er weg. Was soll ich denn nur tun?
Ich tue, was ich kann, um Beweise gegen Harlow zu sammeln, Mrs. Rabe. Also gut. Hier ist die Notiz, die ich bekam. Seien Sie bitte vorsichtig und bringen Sie sich nicht in Gefahr. Mrs. Rabe, wir hoffen, dass Sie noch einmal über unsere Bitte nachgedacht haben. Wir haben Ihnen eine großzügig bemessene Bedenkzeit gewährt, aber unsere Geduld neigt sich dem Ende zu. Wir wissen, dass Ihr Ehegatte es begrüßen würde, wenn Sie den Wert einer Zusammenarbeit mit uns erkennen könnten. Dürften wir bis zum Ende der Woche eine Antwort erwarten? Die Angelegenheit sollte unter uns bleiben, wenn Sie verstehen, was wir meinen. Das ist ein gutes Beweisstück. Danke. Für was? Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Stand da zu Mr. Biggs anderen zwei Freunden. Stand da irgendein Name drin? Eine Unterschrift? Otto Dibbel arbeitet bei Besenknechts. Da muss ich hin. Ja, lass mal gucken. Ich hoffe, er hat es nicht genommen. Vielleicht war es die ganze Zeit hier. Wer bist denn du? Und was ist das für ein Laden? Kenn ich den? Warte mal kurz, Kalle. Besenknechts. Ach so. Das ist der Laden hier. Na gut. Ich hoffe, er hat es nicht genommen. Vielleicht war es die ganze Zeit. Mr. Dibble, kann ich Sie sprechen? Es geht um Theophilus Harlow. Über ihn habe ich nichts zu sagen. Kann ich Sie für ein herrliches Halstuch begeistern? Nö. Bitte, Sir. Ich möchte helfen. Ich habe mit Mrs. Bickle gesprochen. Sie kennen die Bickles? Na gut, aber wir müssen diskret sein. Mr. Hill darf das nicht hören. Ich kenne Mr. Hill. Er war am Tag des Trollangriffs nett zu mir. Er ist ein guter Mann, aber er würde das mit Harlow nicht verstehen. Es begann vor ein paar Wochen. Ich war mit einer Notiz beschäftigt, als, Sie wissen schon wer, den Laden betrat. Ich versteckte die Notiz hinterm Tresen und bot ihm meine Hilfe an. Er starrte mich kurz an und bat mich, dann nach einer Bestellung zu sehen. Ich ging ins Lager, um nachzusehen, doch die Bestellung existierte gar nicht. Als ich zurückkam, hatte er die Notiz in der Hand. Was stand in der Notiz? Sie war von Rosie Hill, Mr. Hills Tochter. Wissen Sie, wir sind nämlich, nun ja, seit 6 Monaten heimlich verlobt. Mhm. Wir haben es Mr. Hill noch nicht gesagt. Er erhofft sich mehr für seine Tochter. Harlow wies mich nachdrücklich darauf hin, dass meine Beziehung zu Rosie sowie meine Anstellung hier von meiner Kooperationsbereitschaft abhinge. Um was hat er Sie gebeten? Es ging alles so schnell. In Windeseile nahm er einen sehr teuren Schal vom Tresen, steckte ihn ein und lächelte. Er sagte, meine Lippen sind versiegelt, solange ich meine Freundin ab und zu mit solchen Kostbarkeiten versorgen kann. Bisher konnte ich seine Anfragen immer mit ein wenig kreativer Buchführung ausgleichen. Aber ich kann nicht ewig so weitermachen. Ich habe schreckliche Angst. Ohne Rosie könnte ich nicht leben. Könnten Sie mir mehr über die Nachricht erzählen? So könnte ich sie leichter erkennen, falls ich sie finde. Sie steht auf Rosies speziellem rosa Briefpapier mit ihrem Monogramm RH. Daran würde Mr. Hill erkennen, dass sie echt ist. Was haben Sie getan, um die Erpressung geheim zu halten? Wie ich schon sagte, kreative Buchführung. Ich habe außerdem versucht, die Kosten mit meinen Ersparnissen zu decken. Aber das Geld wird knapp. Das zeugt natürlich nicht gerade von der Verbesserung meiner Lebensumstände, um Rosie würdig zu sein. Ich traf Mr. Hill am Tag des Trollangriffs. Er war nett zu mir. Sagen Sie es ihm doch einfach. Er ist ein netter Mann. Aber wenn es um Rosie geht, macht er dicht. Er würde das als schweren Verrat ansehen. Ich würde sofort meine Arbeit verlieren und Rosie dazu. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Ich sammle Beweise, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich würde ihn nur zu gern in Azkaban verrotten sehen. Aber passen Sie auf, er ist ein furchtbarer Kerl und unglaublich gefährlich. Was Rosies Brief betrifft, sollten Sie ihn zufällig finden, können Sie ihn sofort vernichten. Ich kenne ihn sowieso auswendig. Verstanden. Und nun los, ehe Mr. Hill zurückkehrt. Wir sind auf der richtigen Spur. Ein Freund von Mr. Bickles fehlt noch. Ja, aber ich erinnere mich gerade daran, dass wir für die Verbesserung so ein Grabhorn-Ding brauchen. Und irgendwo muss doch hier der Zoo sein. Ist er das? Ja, ne?
Guten Tag, gute Frau. Welche Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? Ja, hier Grabhorn. Den Rest habe ich selber, danke. Ach so, warte mal. Welche Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? Boah, bist du gruselig. Hör doch auf mit sowas. Sprichst immer im genau gleichen Tonfall. Das ist nicht cool. Und guck und starr mich nicht so an. Vielleicht haben sie da hypnotisiert. Gut. Na, Katze? Ich habe nicht jeden Tag ein Kind. Soll ich es schneller versuchen? Ich glaube. Ich erinnere mich leider überhaupt nicht mehr daran, was ich mit Natti überhaupt gemacht hatte. Mr. Harlow. Was war das? Revelio. Guck mal, ein bisschen Form rein, ja? Danke sehr. Agabus Filbert muss hier irgendwo sein. Guten Tag. Guten Tag. Ich muss hier leider mal Inspektion machen. Ja gut, das war's. Verzeihung, Mr. Filbert. Ich würde gerne mit Ihnen über Ihr Verhältnis zu Theophilus Harlow sprechen. Ich hoffe, dass ich Mrs. Bickle beruhigen kann, indem ich Beweise gegen ihn sammle. Schrecklich, was Bickle geschehen ist. Er wollte, dass ich gegen Harlow aussage, nachdem dieser mir Gewalt angetan hatte. Aber ich fürchtete Harlows Rache und habe mich geweigert. Wenn Sie gegen ihn ausgesagt hätten, wie Mr. Bickle es wollte, wäre Harlow vielleicht schon weggesperrt. Vielleicht. Aber vielleicht wäre mir dann etwas Ähnliches widerfahren. Sie sagten, dass Harlow eine Gewalttat gegen Sie begangen hat. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Bevor meine wundervolle Frau und Arzibella verstarb, hat sie einen kleinen Gedichtband fertiggestellt. Als Überraschung zu ihrem Geburtstag, den sie nie feiern konnte, ließ ich das Buch binden und mit echtem Gold verzieren. Eines Tages kam Harlow zu mir. Ich hatte mich zuvor öffentlich gegen Rookwood und seine Neandertaler-Bande ausgesprochen. Bevor ich mich versah, war ich versteinert. Und Harlow durchsuchte mein Heim. Er fand das Gedichtbuch mit den herrlichen Goldverzierungen. Hilflos lag ich dort auf meiner Schwelle und sah zu, wie er mit dem Buch davonging, lachend. Ich war tief erschüttert, wenn es immer noch. Sie fürchten sicher, dass Harlow erneut Vergeltung übt. Aber dürfte ich diese Information an Officer Singer weitergeben? Ach, ich habe wohl keine Wahl.
Diese Erpressungen können nicht ewig weitergehen. Erzählen Sie meine Geschichte allen, die helfen können. Mhm. Harlow mag es nicht, wenn Leute reden, aber das ist dir bekannt. Ich habe mit Mr. Bickles Freunden gesprochen. Jetzt muss ich Nutty finden. Der Nutty? Gerade geschnitten, den Busch. Revelio. Nichts verschlossen hat mehr hier. Das finde ich gut. Nutty verspätet sich nie. Sie wollte in den Eberkopf. Vielleicht ist sie ja dort. Schauen wir mal nach. Was sagt er eigentlich zu ihrem neuen Zylinder? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, er gefällt mir nicht. Das ist jetzt dieser Zylinder des Ladenbesitzers. Ich hatte eigentlich nur gedacht, dass er halt farblich besser zum Rest passt. Aber nö. Und den trägt sie so keck schräg mit roter Schleife. Ich finde, der steht ihr besser. Vor allem ist der größer. Ja, der ist schon besser. Nutty muss hier irgendwo sein. Nutty O'Neill's Zauberstab. Huh. Wisst ihr was? Es gibt einen abgefuckten Cliffhanger. Aber nicht nur für euch, auch für mich. Denn Feierabend für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lilith wird es auch tun, aber... Was träumst du wieder, Mädel? Ich mag das Teil im Gesicht eigentlich. Steht ihr? Na gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch was. Bye, bye.